Ja, hallo, herzlich willkommen in meinem neuen Video auf meinem Dampferkanal. Heute wollte ich auch mal meinen Senf abgeben zu den E-Stick Pico Mega und ist auch mega geil von der Firma Elif. Ja, was kann ich euch darüber sagen? Ist ein kleines Gerät mit einem kleinen Verdampfer. Der Verdampfer ist von SmokeTech, der TFV8. Baby Beast. Beast, er ist auch ein Beast. Oh, das schmeckt aber heute wieder. Macht ordentlich Dampf, wie wir es uns alle ja so gern wünschen. Ja, das Schöne ist, der passt in jede Hosentasche, weil er so klein ist und durch den dickeren Akkuträger, hält er auch noch sehr, sehr lange. Also bei mir von morgens bis abends kann man den mitnehmen, braucht keinen zweiten Akku. Fangen wir mal bei den Akku mal an, den zeige ich euch mal gerade. Ansonsten hat der Akkuträger die gängigen Menü-Einstellungen wie TC, Nickel, Titan, SS, Bypass, Smart. Ich weiß noch nicht mal, was Smart ist, habe es noch gar nicht getestet. Ich mache das Ding an, stelle meine Wattzahl ein und los geht's. Ja, ich habe den Akku, der hat 4200 mAh. Was hat der an Ampere? 60 Ampere Dauerstrom und 40 Ampere war, glaube ich, Dauerstrom. Ne, 60 Ampere kurzzeitig und 40 Ampere Dauerstrom. Genau so war's. Stehen ja immer nur die halben Daten drauf. Ja, zu den Verdampfer kann ich sagen, geschmacklich ist der auch sehr gut. Eigentlich auch egal, welchen Coil man drin hat. Da gibt es 4 verschiedene. Da merkt man so eigentlich einen größeren Unterschied nur an der Airfloor. Und bei der RBA, die habe ich auch getestet. Die mag ich wiederum nicht. Da finde ich die Airflow ein bisschen zu schwach. Aber ich dampfe die einfach mit dem Fertigkreuz. Ja, man hat keine Probleme, er sifft nicht. Schmeckt klein. Keine Probleme. Man macht es an, dampft, bis der Akku leer ist. Und das dauert. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich das Nötigste habe ich gesagt. Und der Preis bei den Akkuträger liegt bei 45 Euro. Ist auch ein günstiger Preis. Und der Verdampfer liegt bei 30 Euro. Und da sind schon 2 Fertigkreuz dabei. Ja. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder ich habe was vergessen, positiv, negativ, haut es mir unten einfach in die Kommentare rein. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir einen Daumen da, teilt es auf euren sozialen Netzwerken und wollt ihr weitere Videos sehen, dann abonniert mich und verpasst auch keins mehr. Somit sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Video mit den Smoke Alien und mit den E-Joy Verdampfer, will ich mal reintesten, mal einen großen Akkuträger für zu Hause. Dann sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Video.